Opfer Nummer 1 gebe ich dir diese Tipp, weißt du? Guck mal, immer mitdenken, mitarbeiten. Guck mal, du bist auch ein Kollege. Guck mal, weil ohne dich kann er nicht abziehen. Du bist auch wichtig. Wenn du siehst jemanden, musst du so machen. Du gibst sofort, wenn du Brille hast, gibst du sofort seine Brille. Wenn du Handy hast, gibst du auch Handy. Am besten Handy gleich mit Rechnung geben, weißt du? Kann er gleich besser verkaufen, weißt du? Weil wenn du Handy mit Rechnung verkaufst, 24 Monate Garantie, kriegst du 80 oder 100 Euro mehr, weißt du? Und Leute ohne Rechnung kaufen die Leute nicht mehr. In Kreuzberg, die kaufen nicht jeden Mist, weißt du? Die kaufen nur Qualität, weißt du? Und wenn du bist Qualität, wenn du bist guter Opfer, gibst du Handy gleich Rechnung mit, weißt du? Und am besten ist, gibst du auch gleich Schuhe. Am besten du siehst Nike Air Max an oder Jordan Nummer 3. Super! Der Abzieher freut sich. Und dann, weißt du, nächstes Mal, vielleicht, wenn du bist nett, kannst du deine Adresse geben, sagst du, ich wohne in Zillendorf, können wir uns Ecke treffen, kannst du mich da abziehen. Und das ist gute Opfer. Weil sonst ist zu viel Arbeit, man muss kämpfen mit Opfer. Aber es gibt auch so, es kommen Leute zu mir und sagen, ey, ich bin Opfer, ich will nicht mehr Opfer sein, ich will Abzieher sein. Ist auch kein Problem. Guck mal, kommst du zu Tiger und es ist ganz einfach. Du sagst so zum Beispiel, wenn du nicht mehr Opfer sein willst, du hast Stress mit den Jungs, du willst nicht mehr abgezogen werden, weil du hast nichts mehr geben. Kein Problem. Jeder, der Opfer ist, kann auch Abzieher werden. Ganz einfach. Du musst nur fleißig sein, musst du lernen, trainieren, musst du zu Hause anfangen, deine Familie, versuchst deine Mutter abziehen, versuchst deinen Papa abziehen, kannst Straße gehen, Oma abziehen, musst du üben, immer üben, nur wer übt, kann Nummer 1 werden. Und nicht einfach so, kann man nicht einfach aufstehen, ich bin Abzieher. Nein, geht nicht, muss üben, fleißig sein, lernen, Bücher lesen, es gibt Abziehbücher. Oder merkst dir, oder guck mal, überlegst, Tigertechnik, BHSG-Technik und guck mal. Und wenn jemand zum Beispiel will gar nicht mehr Opfer sein, will nicht mehr abgezogen werden, will auch nicht Abzieher sein, sondern ganz normaler Mensch, ist auch kein Problem. Ich gebe dir Technik, guck mal, Jungs, wenn ihr Opfer seid, kein Problem. Wenn ihr nach Kreuzberg kommt, jemand will euch abziehen, geht hin, schaut ihn an und sagt erstmal, wenn er kommt, wenn Abzieher zu dir kommt und sagt, ey, BHSG und du willst Brille gehen, sagst du nein, guck mal, sagst du so, Salam Aleikum. Oh, er sagt Salam Aleikum, er sagt Aleikum Salam, sagt er. Oh, dann er sieht, oh Mann, den kann ich nicht abziehen. Das ist einer von mir, ist mein Kollege. Ich kann auch nicht Kollege abziehen. Du zeigst Respekt und du kriegst auch Respekt zurück. Und deswegen, dann wirst du auch nicht abgezogen. Gibt es keinen Stress, garantiert gibt es keinen Stress, weißt du? Weil das ist so, das Leben ist so. Wenn du jemanden zeigst Interesse an, wenn du zeigst Interesse Person, andere Person, Interesse zeigt, auch bei dir zeigt auch Interesse. Deswegen, und der Junge sagt, Mann, den kann ich doch nicht abziehen. Ist doch Kollege. Und dann sagt man, how are you, wie heißt du? Und dann geht man, weißt du? Und das ist ganz einfach, das ist so. Und das ist alles Technik, weißt du? Komm, wenn du nach Kreuzberg kommst und du kannst diese Tigertechnik, du hast keine Probleme, weißt du? Und jetzt muss ich gerade Kurs geben. Da will jemand Opfer, will Abzieher werden. Ich komme gleich. Hallo, tschüss.